Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replay Cast. Wir haben das zweite Match aus der Round of 32. Es ist ein TVP, bzw. PVT. Ja, und in Rot der Protoss auf der oberen Hälfte von Orbital Shipyard gespawnt. Es ist Zalupka. Und er spielt hier gegen den gelben Terraner. Gegenüber gespawnt, zwei Spielerkarte. Es ist Team Extreme Supremacies Beastie Cutie. Und Beastie Cutie ist ja bekannterweise immer noch sehr stark in der Beta unterwegs. Also bin ich gespannt, was man von ihm erwarten kann. Ich denke, also ich schätze ihn hier definitiv klar als Favoriten in diesem Match. Ich denke, dass Beastie Cutie wieder bis zum Finale durchbrechen wird. So wie man ihn kennt. Er ist einfach in den letzten Legacy-Turnieren immer konstant vorne mit dabei gewesen, egal was auch für ein Patch kam. Und der letzte Patch war für Terrence gar nicht mal so schlecht. Sie haben ihre geliebte Mule wiederbekommen, wenn auch ein bisschen abgewandelt. Gut, der Tankdrop ist ein bisschen schwächer geworden, allerdings, ja. Terrence hat genügend anderes, er ist nicht unbedingt auf Tankdrop angewiesen. Und BC Cuties SCV nimmt hier einen sehr eigenen Weg. Da wird hier wohl ein Proxy gestellt und es wird vermutlich eine Proxy Factory. Ein Gas sammelt BC Cutie gerade so und stellt jetzt hier die Factory in die Ecke. Allerdings, das unter einem wachsamen Pylon. Zalupka hat hier gut den Pylon gesetzt, zieht hier definitiv schon den Proxy direkt von Anfang an, als er gebaut wurde. Hat also volle Informationen, weiß genau, worauf er sich vorbereiten muss. Und da. Ja, da eilt gerade Marine rum, sucht nach einer Probe, findet allerdings nichts. BCUD macht seine Basis dicht, hat eben viel Gas gesammelt. Die Proxy Factory muss hier Damage machen, sonst zieht der Protoss hier nach und nach in die Economy davon. Der nimmt hier jetzt gemütlich weiter sein Gas, taggt hoch, schnappt sich sein Mothership Core und nein, es wird nicht ganz reichen beim Mothership Core, dass diese Factory hier am Bilden hindert. Aber er kann definitiv mal Hallo sagen, solange die noch nichts gebaut hat. Sofern er das denn möchte, jetzt, ja. Sein Mothership Core zieht in der Kurve. Factory sieht jetzt hier auch den Pylon, nachdem sie hochgestiegen ist. Als BCQD weiß, dass er gesehen wurde. Und es kommt auch direkt trotzdem noch der Proxy Starport hinterher. Ja, Mothership Core fährt jetzt mal hin, sagt Hallo. Ich weiß übrigens, dass du da bist. Ja, da wird der Starport direkt gecancelt. SCV ergreift hier die Flucht. BCQD muss hier seinen kompletten Proxy abbrechen. Baut hier stattdessen den Widowmine daraus. Muss gucken, dass er zu Hause seinen Tag weiterführt. Hat jetzt natürlich sehr viel Gas und liegt jetzt ein Stück weit hinten. Einfach durch das Opening bedingt. Adept kommt hier mit vorwärts, möchte natürlich die Factory entsprechend abreißen und zumindest zum Abheben bewegen, einfach dass die keine Bedrohung mehr darstellt. Die könnte natürlich auch einfach in die Base fliegen und hoffen, dass sie da ein bisschen Damage findet. Adept, ja, muss jetzt hier vor der Mine weglaufen. Wird mal jetzt immer noch gefährlich viel Damage. Protoss geht jetzt weiter an seinem Tag auf ein entsprechendes Stargate, nimmt sich eine Forge mit dazu. Beastie Cutie ext jetzt hier auch mal, baut weitere Barracks. Man sieht sie schon, SCV-Count 24 zu 30 Probes und da die Pylon-Kanone, die wird eigentlich alleine nicht reichen, um hier die Factory, klobige Factory abzureißen. Nächste Pylon-Kanone hier jetzt, haut auch noch voll mit drauf. Es dauert eigentlich, nach und nach nimmt die Factory doch Damage. Das sind 30 pro Schuss, abzüglich Rüstung von der Factory. Ja, und sie fängt jetzt dann vermutlich gleich das Brennen an. Genau, das heißt die Factory ist eigentlich dem Tode geweiht, außer BCQT schafft es hier wirklich, das Ding in Sicherheit zu fliegen und ein SCV hinzusenden. Da kann er das Ding vielleicht retten. Er braucht es vor allem, er hat noch kein Starport gestellt. Und wenn er die Factory abbrennen lässt, muss er die Factory neu bauen, um ein Starport zu stellen. So läuft einfach der Terran Tech Tree. Ja, und ein SCV, mutiges SCV, bewegt sich hier nach draußen. Man sieht hier schon, es möchte hier die Factory abfangen, er möchte seinem Kollegen, wo da in der Luft brennt, helfen und wieder hochreparieren. Oracle währenddessen fliegt jetzt hier rüber, der... Nein, er reagiert. Zalupka leider nicht. Hätte das SCV noch mitnehmen können, dann wäre die Factory größtenteils abgebrannt. Oracle wurde jetzt eigentlich auch gescoutet von BCQT, er sollte darauf vorbereitet sein. In seiner Basis stehen auch einige Marines bereits in der Mineral Line. Da kann das Oracle wirklich nicht viel an Damage rausholen. Kann ihn mal trotzdem drüber scouten, vielleicht ein Relevation absetzen, um hier alles im Blick zu haben. Aber Damage ist hier nicht möglich, macht genau auch das, Relevation und dann weg. Ja, zur geliebten Pylon-Kanone, die kostet nur noch 25 Energie. Die macht jetzt mehr Damage als die Nexus-Kanone damals. Nexus-Kanone machte 20 pro Shot, Pylon-Kanone macht jetzt 30. Schießt im gleichen Tempo. Hat dafür natürlich nur einen lächerlichen Teil der HP, ein Fünftel. Und dauert auch nicht mehr so lange. Die
Ablaufzeit von der Fähigkeit ist inzwischen relativ kurz. Protoss ist jetzt hier auf zwei Basen etabliert, schnappt sich weiteren Tech mit dem Twilight Council und möchte natürlich auch in ein weiteres Set Upgrades gehen. Factory wurde hier am Überleben gehalten und baut weitere Mines. Und BCQT momentan sehr defensiv in seiner Basis. Bewegt sich nicht groß raus, baut jetzt hier sein Starport mit Medivacs, kannst du mal losgehen. Da unten steht noch das SCV. Interessanterweise nicht sicher, was das hier noch macht. Wartet jetzt hier eigentlich am gemütlich Hochmakron. Ruhiges Spiel momentan. Wo zur Hölle ist eigentlich das Orkel? Das hat er wohl verloren. Ist hier irgendwo eine Mine in irgendeiner Mineraline, die das Orkel geschnappt haben könnte? Wir haben ein Orkel verpasst. Goddammit. Da ist eine Mine. Allerdings, die hat gerade eine Probe daran gehindert, eine dritte Basis zu bauen. Mathe Probe findet hier das SCV. Das wird geklärt. Hat Protoss schon einen Observer? Ist die Frage. Nein, hat er momentan noch nicht. Robo wird gerade nachgezogen. Heißt, die dritte Basis für eine Weile blockiert beim Terraner. Beim Terraner vom Terraner. Terraner nimmt nicht, währenddessen seine eigene dritte. Hat hier einen guten Biopol. Möchte also hier wirklich biologische Einheiten spielen. Marines, Marauder, Medivac und dann natürlich Liberator mit dazu als Unterstützungseinheit. Weil vom Verhältnis hier wird BCQT schon sehr Marauder-lastig. Baut hier schon aus Doppel-Tech-Lab und hat einen Reaktor. Normalerweise baut man das andersrum im Standard-Bio-Aufbau. Da hat man den Doppelreaktor und einen Tech-Lab. Diese auf zwei Basen geht man dann auch auf entsprechend die 5 Racks hoch und dann die dritte kommt auch mit dazu. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis die BCQT hier seine komplette Production errichtet hat. Makro einfach nur hier hoch, soweit es nicht möglich ist. Beide schnappen sich hier weitere Upgrades. Es gab eine kurze Pause. Und das Spiel ist wirklich verdammt ruhig. Factory produziert weitere fröhlich Widowmines. Die werden nach Hause gerallied, wie es aussieht. Nein, nicht mehr. Das hat er gerade umgesetzt. Ja, Richtung nächste Basis. Security möchte jemand seinen Mines weitere Basen hinein. Observer sind inzwischen da und der Protoss stellt hier schon den Dark Shrine für späteres Harassment. Allerdings, die Tees sind nicht mehr so stark wie früher, weil Terran hat jetzt halt doch dank der Autocast Mule sehr viel Energie übrig auf seinen OCs. Also die sammelt sich auch viel einfacher. Natürlich kostet Scan jetzt doppelt so viel mit 100 Energie. Allerdings, wenn man die Energie nicht wirklich für was anderes braucht, weil niemand macht Supply Calldown. Niemand, außer ist ein Makro richtig schlecht. Ja, Stalker blinken jetzt hier gerade den Medivacs entgegen. Nehmen auch beide Medivacs raus. Dafür sterben allerdings hier 2, 3, 4 Stalker. Weil das Bio einfach nur mutig hinterher stimmt. Tja, und das muss jetzt Protoss hier erstmal abhalten. Zündet hier den Doppel-Overcharge. Adepts gehen hier vorwärts. Das ist die Probe mit dabei. Mutiger Kämpfer fällt allerdings sofort. Und ja, der Bioboy stimmt jetzt hier einfach durch und reißt die ganzen Protoss Gebäude und Einheiten um. Keine Chance momentan für den Protoss. Er wird hier vermutlich seine dritte Basis verlieren. Eigentlich so nach und nach. Ja, die Einheiten nehmen natürlich mehr Damage durch jeden Stim. Wir sind schon alle orange, gehen schon in den roten Bereich. Dritte wird hier abgerissen. Es soll hier doch nochmal in die Mabase gehen. Eigentlich Protoss hat hier noch ein paar Photon Overcharge übrig. Hat hier auch einen Disruptor da. Da könnte entsprechend mehr Flächendamage machen. Siehst du jetzt hier seinen Shot? Eigentlich trifft er nicht und die 4 Marines, die jagen jetzt hier den Disruptor. Lass den Disruptor nicht eingehen. Der kostet verdammt viel Gas. Und Disruptor fällt hier sogar. 4 mutige Marines snipen hier den Disruptor. Das ist richtig bitter gerade für den Protoss. Vierte Basis verloren. Teuren Disruptor verloren. Und BCQT kommt mit einem Großteil seinem Biohaufen sogar noch weg. Der ist zwar klinisch tot, aber er lebt noch. Und mit Medivacs kann man das Problem auch beheben. BCQT nimmt sich weitere Upgrades, setzt jetzt hier auch entsprechend seine Armory. Und eine zweite eBay. Marine möchte hier noch kontrollieren, wann die dritte gesetzt wird. Eins, ja, gibt es nicht viel, viel zu sehen. Die Tiers sind inzwischen da. Na, BCQT hat allerdings Energie auf seinen OCs. Also mindestens Tiers 1 Scan da. Ah, gleich ein Scan. Hier noch nicht, das dauert noch. Hier auch noch nicht ganz. Nutzt BCQT den Supply Cordon, möchte ich wissen. Genau ein einziges Mal bisher. Mehr nicht. Das ist interessant. Das habe ich nicht so erwartet. Eigentlich, Terraner spielen kaum mit Supply Cooldown. Die T-Vent ist ein Rest, jetzt hier ein bisschen die Bio-Units, sobald hier ein Scan kommt. Sogar ein richtig unglückliches Scan, das sieht jetzt hier sogar, dass der Observer mit unterwegs ist. Den könnte er eigentlich auch noch schnappen. Nein, möchte er wohl nicht. Setzt lieber nochmal einen Scan. Nochmal einen Scan extra für den Observer, warum auch nicht. BCQT hier wirklich mit Map Control, mit guter Map Vision, sieht hier, wo was abgeht, hat hier einen Marine, der hier die Basen abpatrouilliert. Widow Mines ansprechend weiteren Proxy-Basen, weitere Marine, der hier rumpatrouillieren ist. Also BCQT wirklich jede Basis im Blick, die der Protoss potenziell nehmen könnte. Protoss ist jetzt praktisch gefangen auf seinen drei Basen, muss sich erst wieder ein bisschen sammeln, hat hier gut was verloren, ist in die Economy gut zurückgesetzt worden. Hat halbwegs solide Upgrades, eigentlich Terran wird ihn da auf lange Sicht überholen, weil er jetzt einfach die doppelten Upgrades durchdrückt. Und Protoss hier mit Disruptor und Standard Gateway Ball unterwegs.
Und das sind weiter den Team-Move hier raus. Möchte hier noch irgendwie Damage finden. BCUD nimmt seine vierte. Die wird hier auch ein PF, oder? Nein, wird hier sogar noch ein C. Ich hätte euch erwartet, dass er schon längst ein PF switcht. Aber ja, möchte er wohl nicht. Möchte lieber nochmal einen Mule haben. Mehr Geld, warum auch nicht. Die T wird hier hingehen. Versuchen zu lassen, allerdings, dass Missile Turret steht. Das sind Bio-Units da. Diese DT wird nicht viel Damage finden, wenn BCQD rechtzeitig reagiert. Und genau das tut er auch. Kommt sofort der Stim darauf. Scan hinterher. Und der DT, unverrichteter Dinge, wird er hier einfach rausgenommen. Dessen Protoss patrouilliert hier einen Phoenix für einen entsprechenden Drop. Allerdings ein Phoenix reicht vielleicht zum Spotten, aber nicht zum Aufhalten von dem ganzen Drop. Tja, und Talon jetzt bewegt sich jetzt vorwärts, hat Liberator mit dabei, hat Stimp Bio. Da kommt Disruptor und der Disruptor macht hier einen halbwegs guten Shot in den Biohaufen. Tötet hier nochmal einiges. Ja, Disruptor ist nun tatsächlich seine Hauptverteidigungslinie. Da möchte Talon nicht unvorbereitet reinrennen, sonst verliert man hier ziemlich schnell alles, was man an Units hat. Als BCQD bewegt sich jetzt hier wieder nach außen, ist allerdings auch kurz vor dem Max-Out. Baut weitere Liberator, schnappt sich jetzt mehr und mehr Upgrades, holt jetzt auch Ghosts mit dazu, interessanterweise. Eine recht frühe Ghost-Transition und das, obwohl keine Templer da sind. Ist der neue Snipe so gut? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall Warp ist mir unterwegs für einen Protoss, allerdings sofort gespottet von einem Marine. Das heißt, jetzt wird es mit dem zweiten Marine wahrscheinlich auch noch drüber fliegen. Ja, yep, wird es. Zweiter Marine wird das hier auch sehen. Als BCQD kann sie hier vorbereiten, zumal seine Basis da drüben eh noch nicht steht. Er hat sich eher nach rechts ausgebreitet, hat das auch länger vor. Ich denke, er wird dann weiterhin diese Basis und diese Basis nehmen. Es macht einfach mehr Sinn von der Verteidigung her. Und das ist ein Protoss, bewegt sich jetzt doch mal wieder außerhalb seiner dritten Basis. Ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Macht hier Fort Repellence. Will er hier aggressiv werden, ist die Frage. Eigentlich mit 150 gegen 200 Supply ist das schwierig. Er hat zwar Disruptor da. Eigentlich sein BCQT hier gut splittet. Und das hier ist momentan ein großes offenes Feld. Da kann man gut splitten. Währenddessen zwei Ghosts laufen jetzt hier vorwärts in ihren Tod. So kann man auch teure Einheiten weggeben. Liberator klappen sie jetzt hier auf. Protoss möchte hier tatsächlich eine Echse nehmen. Das ist mutig, sagen wir mal. Ja, das ist ein Warpless, ist jetzt hier in der Mainbase, allerdings momentan nicht aufgeklappt. Protoss hat gerade seine Aufmerksamkeit woanders. Zieht jetzt hier seine Disruptor zurück. Dann pusht jetzt hier wieder vorwärts, cancel die ganzen Pilots, tötet die ganzen Probes mit. So, Warpless, jetzt kommt hier der Warp in. Das sind ein paar Zealots in der Mainbase. Und da ist momentan für ein BCUD nicht viel da. Die Liberator kommen eigentlich mit zurück. Und die können das jetzt easy clearen. Einfach die Anti-Ground-Weapon macht dermaßen viel Damage. So, weiteres Engagement soll jetzt hier kommen. Liberator klappen sich aus. Da kommen Disruptor-Shots. Die treffen allerdings nichts. Stark und Blinken hier vorwärts, nimmt die ersten Liberator raus. Jetzt das Bio stimmt hinterher, möchte an die Disruptor. Disruptor setzt sie wieder ihre Kugeln ab. Nehmen hier ein paar Bio-Einheiten hier aus. Jetzt kommt hier der Rest der Protoss-Arm hinterher. Eigentlich möchte hier Protoss nicht durch die Liberator engagen. Das wäre kompletter Selbstmord. Ein BCQD stellt sich hier weiterhin nicht allzu aggressiv auf, sondern pusht immer wieder nur ein bisschen vorwärts, pokt ein wenig, versucht die Basen vom Protoss zu denen ein und baut sich eben bei sich hinten richtig stark auf. Jetzt geht er hier in die PF-Produktion. Nimmt bereits die fünfte Basis, Protoss immer noch auf 3. BCQD hier wirklich mit dem krassen Economy-Vorteil, Protoss jetzt schon am Long Distance meinen. Eigentlich da drüben steht immer noch der eine Marine. Die Tees. Wie man Rocks aufmacht für Protoss. Lektion 1, schnapp dir 4 Probes und 3 DTs. Das ist wohl das Eigenwilligste, was ich je gesehen habe. So, jetzt geht's hier ein weiteres Engagement. Liberator wieder am Aufklappen. Marauder sind wirklich BCUD fokussiert. Sie hat wirklich auf die Produktion von verdammt vielen Marauder. Einfach gegen die ganzen Stalker, die versuchen, die Liberator rauszusnipen. Ja, das sind die Disruptor. Treffen mal wieder nichts. Wir müssen hier auch vor den Todeskreiseln fliehen. Der Disruptor Stalker rennt wieder nach vorne. Bisschen retarded. Verliert hier ein paar unnötige Einheiten. Disruptor jetzt wieder versuchen, ihre Shots abzusetzen. Sollte Disruptor halt nichts treffen. Tauscht hier der Protoss immer schlecht ab. Die Disruptor müssen es viel rausreißen im Fight. Holt sich jetzt auch wieder weitere DT-Warp-Ins mit dazu. Und ja, da kommt wieder ein Blink, da nimmt dann wieder der zwei Disruptor raus. Zwei Disruptor, zwei Liberator raus. Disruptor jetzt hier wieder mit dem Kugel unterwegs. Die, nein, treffen auch nichts. Hier gutes Aussehen von BCQT. Weitere Kugeln kommen hier vorwärts. Das Bio nimmt nach und nach Damage. Allerdings tradet das hier verdammt gut. BCQT immer noch easy am Max-Out dran. Nimmt hier mehr und mehr Protoss-Einheiten raus und Protoss eben gerade so auf 3 Basen. Da kommt jetzt eine richtig gute Bombe. Die hat hart eingeschlagen, hat den Großteil der Marauder vernichtet. Dann lädt BCQT auch sofort ein und haut hier ab. Liberator werden hier noch rausgenommen. Protoss kann das jetzt hier doch mal zurückdrängen. BCQT muss jetzt hier zu Hause sammeln. Eigentlich hat die wesentlich stärkere Economy dahinter. Kann hier natürlich easy nachbauen. Er hat das doppelte Mineral Income und auch das doppelte Gas Income. Also er kann hier wirklich einfach neue Army aufbauen aus seiner Basis und danach wieder rüber. Er kann sich's locker leisten, nimmt hier auch schon massiv gute Upgrades mit den 3-3 und dem zweiten Attack-Upgrade für die Air-Units. Das heißt, Liberator machen
momentan 90 Damage, mit dem nächsten Upgrade machen sie 95 Damage. Und Liberator mit allen drei Attack Upgrades machen 100 Damage im Anti-Ground-Modus. Was vielleicht ein bisschen stark ist, könnte man meinen. Aber ja, Adept Run-By passiert jetzt hier auf der rechten Seite. Wird hier auch ein paar SCVs finden, bis da kommt gerade ein Dreifach-Drop. Und der wird das hier abfangen. Ja, der kommt hier genau zum richtigen Zeitpunkt. Immerhin zieht Protoss das jetzt, dass hier Dropschüsse unterwegs sind. Aber ob ich hier den Schluss zieht, dass das hier gegen sich als Drop geplant war, ist die Frage. Adepts jetzt werden hier ohne großen Damage rausgenommen. Und das ist ein bisschen cutie wieder an zwei Fronten unterwegs. Möchte hier gleichzeitig die vierte pushen und dann die Natural. Natural hier mit dem Dreifach-Talk. Da ist ein Phoenix reicht im Leben nicht, um drei Medivacs abzuräumen. Ghost pushen jetzt wieder nach vorne. Die haben zwar noch keinen Cloak, allerdings EMPs und ihre Snipe-Rounds. Cloak wird gerade erforscht. Entsprechend die 3-3-Upgrades für den Terran tickern jetzt dann durch, sind jetzt fertig. Jetzt kommt sogar noch das Building Armor Upgrade. Natürlich, er kann es leisten. So, Dribble Drop kommt jetzt hier in die Natural. Da kommt momentan ja nur ein kleiner Warp in. Da kommt Disruptor. Disruptor killt jetzt hier die Adepts. Verräter. Da kommt jetzt Overcharge auf den Pylon. Da sind die Cannons. Da ist die Cannons. Werden die alle fallen. Die Pylons machen auch nicht genügend Damage. Production wird hier unpowered. Und dieser Drop macht hier richtig viel Damage. Ja, der Phoenix hier nimmt dann nach und nach die Medivacs raus. Eigentlich jetzt wird hier von einem einzigen Marine getötet. Währenddessen gibt es hier wieder einen Fight. Kann push wieder vorwärts und nimmt da ein bisschen Damage. Da standen schon mal 5 Marines an den Disruptor-Kugeln. Weitere Disruptor-Kugeln hier ausgesendet. Die T's sind mit dabei, die sollen hier mitkämpfen. Solange hier kein Scan kommt, machen die gut was und Damage. Da geht es jetzt wieder vorwärts. Die Security Fleet ist wieder den größten Teil seiner Ground Units. Muss sich wieder zurückziehen. Hat verdammt viele Medivacs, aber eben nichts mehr auf dem Boden. Einzig ein Medivac noch voll mit 3 Marauders. Währenddessen der Triple Drop hier drüben wurde mit Liberator reinforced. Die nehmen jetzt hier die ganzen Sellets raus. Dann lebten immer noch 2 Marauders und ein Marine mit einem Medivac. Und machen hier halt fröhlich Damage. Da muss Protoss langsam mal eine Antwort erfinden. Er kann ja nicht einfach so hier seinen Twilight-Counts und seine Gateways aufgeben. Ja, Protoss jetzt bewegt er sich hier Richtung Natural. Möchte hier vermutlich noch die rauskommenden Einheiten abfangen. Also zwei Liberators sind zu schnell, die sind zunächst wieder weg. Die hier sind einfach noch defensive Standpunkte. Oh, die T's jetzt als Waffe der Wahl gegen den Drop. Und das reicht, um ihn zu clearen. Und Liberator machen Gott sei Dank kein Gebäude-Damage. Protoss jetzt hier bringt werden, das ist seine fünfte an Start. Er ist nach wie vor ziemlich niedrig, was die Economy angeht. Bis die QT wurde jetzt hier auch wieder runtergedrückt. Einfach seine ganzen alten Basen sind inzwischen leer. Man sieht schon drei Basen komplett mined out. Auch die vierte hat nicht mehr viel Minerals. Jetzt geht es hier an der fünften und sechsten weiter. Das sind jetzt auch entsprechende DPFs. Und oh, ja. Da idle ein paar SCVs rum, das schadet natürlich auch dem Economy von Beastie Cutie. Er ist immer noch maxed, versucht hier nochmal einen Fight, eigentlich hier ist genügend Protoss, um das zurückzuschlagen. Kommt nochmal das Raptor-Kugel, hier ist nur noch Medivacs übrig, er könnte auch einen Blink hinterherkommen, kriegt auch nochmal einen Medivac. Protoss hält hier wirklich gut stand, ist hier nur auf 120, 130 Supply, aber schafft es immer noch halbwegs gute Fights zu nehmen. Eigentlich ja, Beastie Cutie eben mit der massiven Production hat jetzt nochmal einiges in Liberator nachgedrückt, es kommt das dritte Attack-Upgrade für die Dinger. Es kommt das 100 Damage-Upgrade, das ist so lächerlich. Also ich bin ja nicht jemand, der oft und viel Imba schreit, aber Liberator, auch noch Damage Upgrades, finde ich schon ein bisschen hart, aber ja, Blizzard wird wissen, was sie tun. So, die Push wieder vorwärts, nimmt jetzt hier sogar SDVs mit, hat beschlossen, die Opfer, der jetzt geht ein, bleibt einfach auf seiner 2-Base Economy, die er hier hat. Was sind denn das? Das sind nicht mal wirklich 2-Base, was er hier am Start hat. Vor allem der reduziert seine Economy, nutzt jetzt hier seine Bank, möchte natürlich ein bisschen mehr Army bauen, indem er seine SDVs opfert. Ja, da soll es einen weiteren Push geben, diesmal sind verdammt viele Liberator mit da. Es sind nicht so viele Blinkstalker. Es wies jetzt hier mutig nach vorne. Eigentlich, ja, tun die hier nichts. Liberator kreisen hier überall. Komplett zonen den Protoss weg von seiner fünften Basis. Die wird komplett vernichtet. Marauder ballen hier das jetzt einfach alles über den Haufen. Stalker versuchen hier unten zu engagen. Da ist jetzt ein weiterer Biotrop, der macht hier richtig viel Damage an den Stalker. In Kombination mit den Liberatoren. Die kriegen bald ihr drittes Attack-Upgrade. Protoss jetzt wirklich stark zurückgedrängt hat. Kommt noch Income. Jetzt langsam läuft hier der Verzweiflungsmodus für den Protoss. Und die Security ist immer noch easy max, kann einfach nur gechillt alles nachproduzieren, was er irgendwie hat. Er kann seine ganze Army einmal donaten und hat immer noch genügend Geld, um auf das Protoss Supply zu übertreffen. Ja, und die Security, ja, er pusht jetzt eben gemütlich vorne. Er sollte langsam zu überlegen, seine Liberator wieder umzusetzen. Das Disruptor-Kugeln, er rennt ständig davor weg. Die Colts sollten fast ein Ticken schneller sein. Einfach zum besser Treffen. Klar, auf niedrigem Niveau sind die Dinge schon abartig gut. Das will ich nicht bestreiten, aber gerade auf, man sieht ja auf hohem Niveau, Stim Dio reicht einfach zu easy aus. Ja, und jetzt hier Marauder gegen Stalk und Marauder mit Stim. Rennen hier nochmal vor den Kugeln weg, da sterben nochmal einige Marauder dabei. Allerdings, ja, jetzt kommen die Liberator-Kreisel, Marauder stimmen viel wieder vorwärts, nehmen wieder einiges an Stalker raus. Auch die Disruptor nehmen jetzt hier Damage, da wird schon mal einer rausgesniped.
Es lebt immer noch viel von BCQ, der nimmt jetzt hier ne... Alter, das ist ne... Das ist ne Bad-Manner-Basis. Es ist einfach so, das ist... Soll hier dann eine Mule produziert werden, um hier eine Manner-Mule zu werfen, oder? Manner-Mule... anpassen an den neuen Patch-Stand. Ja, BCQT inzwischen ist so reich, er macht einen Wechsel in Battlecruiser. Hat die mehrere Starports aufgestellt mit Techlab. Hat hier immer noch eine starke stehende Army. Ja, Disruptor-Kugeln treffen einfach nichts in diesem Spiel. Oder kaum was. Liberate ist immer noch viel unterwegs. Ja, BCQT kann sie wirklich gemütlich angehen lassen. Eben seine BC-Transition ist auf dem Weg und er baut verdammt viele währenddessen. Da, kleine Run-By von Zenitz und die T. Die T hätte überleben können, wenn das Mistletoe gestorben wäre. Allerdings war nicht der Fall. Brutus hier auf 4 Basen. Sein Income droppt immer weiter. Es ist die letzte Mine der Basis, wo er hat. Seine dritte ist fast schon komplett leer. Da meinen schon zu viele Probes dran. Jetzt kommt hier der Run-By Richtung der Goldbase von Terran. Das ist seine 7. Basis momentan. Ja, und das sieht mir schon. Die PF macht sogar gut was mit Damage und hat hier durch das Armor-Upgrade auch 5 Building-Armor. Und das, ja, da tun sie Stalk eben schwer, das Ding zu fokussen. Zudem noch Counter-Repair. Brutus opfert jetzt schon richtig viel Zeit und Einheiten, um das Ding hier zu klären. Schafft es allerdings schlussendlich doch währenddessen. Die Terran Bio stimmt hier einfach durch, nimmt hier vorher die letzte Mining Base von Brutus raus. Brutus versucht hier mit dem Counter-Push noch was zu reißen. Stalk rennt jetzt hier weiter an die nächste PF. Das ist allerdings genauso schwierig, das zu klären. Ja, und BCQ jetzt eben mit Liberator und Battlecruiser. Wo sind seine Battlecruiser? Da sind seine Battlecruiser. Okay, die stehen einfach groß in der Mitte der Karte. BCQT braucht die momentan gar nicht. Stellt jetzt hier seine Liberator auf und davon wirft der Protoss das GG. Möchte hier nicht weiter fighten. Einfach hier kommt noch der Drop in die Mainbase. Vierte rausgenommen. BCQT dominiert hier klar im ersten Spiel. Hat sich fast ein bisschen viel Zeit gelassen. Hätte das auch wahrscheinlich früher beenden können, wenn er ein bisschen mutiger draufgegangen wäre. Wir haben Battlecruiser im Bau gesehen, eigentlich nicht in Action. Dazu waren sie einfach nicht benötigt. Starkes erstes Spiel von BCQT. Bin gespannt, wie dieses Best of 3 noch weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seht den nächsten Replaycast. Macht's gut und ciao.